Hallo, willkommen bei American Bakery in Germany. Ich bin Michelle und heute mache ich eine Sternzeichentorte als Teil von einer Zusammenarbeit auf Instagram. Also ich tue alle anderen Links unten von alle anderen Sternzeichentorten in der Zusammenarbeit. Also legen wir los. Mich bitte nicht hassen, aber ich bin es satt, immer die Torten selber zu essen. Also diesmal dekoriere ich einen Tortendummy. Ich streiche die Torte mit veganer amerikanischer Buttercreme, damit das von und dran klebt, aber es immer noch leicht abzukommen. Ich machte das Kuchenbrett sauber. Dann rollte ich schwarzes Fondant aus. Und deckte das Tortendummy damit. Ich schnitt das übrige Fondant mit einem Messer ab. Dann rollte ich fleischfarbiges Fondant aus und schnitt es in 12 gleich große Stücke. Dann markierte ich das Fondant in gleichmäßige Abstände mit der stumpfen Seite des Messers, um 12 Stücke zu markieren. Dann fing ich an, mit der Hand die Sternzeichen-Symbole rauszuschneiden und platziere sie an den Stücken, angefangen mit Widder, dann Stier, dann Zwillinge, dann Krebs, dann Löwe, dann Jungfrau, dann Waage, dann Skorpion, dann Schütze, dann Steinbock, dann Wassermann, und endlich Fische. Was ist euer Sternzeichen? Schreibt mir in den Kommentaren unten. Ich bin Widder. Aber ich wollte auch ein paar Figuren oben auf der Torte zu modellieren mit den Sternzeichen von meinen zwei Mädchen. Ich fange an mit Steinbock. Was ich weiß, ist ein Bock mit einem Fischschwanz, aber der Kopf war gut genug für mich. Ich benutze meine Modellierwerkzeuge, um den Kopf zu machen, und klebte die Ohren an der Seite des Kopfes und die Hörner auf den Kopf. Ich presste Augen rein und kleine Schnuren für Augenlider und ich platzierte es auf der Torte. Die zweite Figur ist ein Krebs. Ich machte einen runden Körper, zwei dicke Schnuren, die ich aufschnitt, um die Zangen zu sein. Ich presste die Gelenke auch rein.
Dann rollte ich eine dünnere Schnur und schnitt sie in 6 Stücke. Und klebte sie an der Seite des Krebses, um die Beine zu sein. Und presste wieder Gelenke rein. Dann platzierte ich ein paar Augen rein und platzierte es auf der Torte, die sofort auseinandergefallen ist, als ich versucht habe, es aufzuheben. Ich musste es wieder zusammenbauen auf der Torte. Dann mischte ich goldene Pulverfarbe mit klarem Alkohol und malte alle Sternzeichen-Symbole an der Seite der Torte sowie die Figuren. Zweimal. Dann holte ich weiße Lebensmittelfarbe raus und malte die Linien zwischen die Symbole, damit sie nicht zufällig aussehen. Dann malte ich Sterne auf das Fondant. Ich spritzte auch Lebensmittelfarbe dran, um es so aussehen zu lassen wie kleinere Sterne und Sternschnuppen. Aber das Gold sah einfach nicht so strahlend aus, wie ich es gerne hätte. Also malte ich trockene Pulverfarbe direkt drauf. Viel besser. Ich liebe, wie diese Torte geworden ist. Ich habe mir Sorgen gemacht bezüglich der Sternzeichensymbole am Anfang, aber ich finde, sie sind alle erkennbar. Und die Sterne im Hintergrund macht das so klar, worum es geht. Sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Danke für die Einladung, Lamia. Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerandgermany.de. Wir sind auch auf Facebook und natürlich Instagram. Abonniert für eine neue Torte jede Woche. Aktiviert die Glocke, um als Erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen. Whoa! The animal kingdom is a strange place, and it doesn't get much stranger than this creature. This Burmese peacock saw shell turtles. At least it didn't hit the cake. You might notice that this turtle is missing. Oh man. It's okay, nothing happened. It's just some cookie cutters.